Meine Damen und Herren, Modernität, zukunftsgerichtetes Denken und Handeln, Wissenschaft im Dienste der Menschen, technischer und geistiger Fortschritt für und mit der Gesellschaft, dies war der Auftrag, das Selbstverständnis und der Anspruch der Bonner Universität vor 200 Jahren. Eben dies machte sie so anziehend für die großen Gelehrten der ersten Stunden, die nicht berufen wurden, weil sie dieser oder jener Herkunft waren, sondern weil sie zu den besten Köpfen ihrer jeweiligen Disziplin gehörten. Am Anfang mit nur 35 Ordinarien und 8 außerordentlichen Professuren, organisiert in 5 Gründerfakultäten und untergebracht im ehemaligen kurfürstlichen Residenzschloss und dem nahegelegenen Poppelsdorfer Schloss. Es war daher kein Wunder, welche große Ausstrahlungskraft und Anziehungskraft die Bonner Universität auf die Studierenden mit den Jahren entwickelte. Erst nach dem Tod von Friedrich Wilhelm III. Im Jahr 1840 erhielt die Universität übrigens samt Amtskette und Siegel ihren Namen, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Die facettenreiche Geschichte der Universität, von ihrer Blütezeit in der wilhelminischen Ära mit ihrer Rolle als Prinzen- und Fürstenuniversität zum Ersten Weltkrieg, von der Weimarer Republik zur Gleichschaltung der Universität in der Schreckenszeit des Dritten Reichs, der schwere Bombenangriff am 18. Oktober 1944, der nicht nur das Hauptgebäude der Universität fast völlig vernichtete, bis hin zum Wiederaufbau nach dem Krieg. All dies werden wir viel detaillierter in vielen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres beleuchten, insbesondere im ersten Quartal dieses Jahres. Auch werden wir dabei natürlich auf viele weltbekannte Gelehrte unserer Universität eingehen, darunter August Kekulé von Stradonitz, Friedrich Agelander, August Wilhelm von Schlegel, Heinrich Hertz, Josef Schumpeter, Karl Barth, Josef Ratzinger, um nur einige wenige zu nennen, aber auch auf weltbekannte Studierende wie Heinrich Heine, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Luigi Pirandello, Konrad Adenauer und viele andere. Einige haben Sie ja bereits in diesem Anfangsfilm gesehen. Und wir werden auch in diesem Quartal die Nazizeit, die Rolle der Universität in der Nazizeit ausführlich beleuchten. Ich bin froh und dankbar, dass ich Sie, lieber Herr Professor Borchert, als Jubiläumspräsidenten in diesem Jahr 2018 an meiner Seite weiß. Ganz eng, das ist ein richtiges Wir auch. Das passt sehr gut zum Motto der Universität. Sie werden ja nachher das Jubiläumsprogramm nachher vorstellen. Und ich würde Ihnen vielleicht jetzt auch persönlich nochmal sagen, aber auch im Namen unserer Gäste, das ist wirklich ganz toll, dass Sie sich so zur Verfügung gestellt haben, mit mir zusammen dieses Jahr mit den ganz vielen Veranstaltungen zu begleiten. Also wirklich herzlichen Dank dafür. Und mein Dank gilt auch Ihnen, vielen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, denn das Jubiläumsprogramm mit den über 100 Veranstaltungen in diesem Jahr findet eben neben dem normalen Lehr- und Forschungsbetrieb statt, also zusätzlich. Und neben diesen Initiativen wie zum Beispiel Exzellenzstrategie, auch Bauarbeiten und alles, was hier in dem Schlossbereich da auch gemacht wird. Das heißt, das ist wirklich eine große Leistung. Ohne Sie alle würden wir dieses Programm nicht stemmen können. Also herzlichen Dank auch an Sie. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo steht die Universität heute? Dazu einige Kennzahlen, über 38.000 Studierende, davon 5.000 internationale Studierende. 7 Fakultäten mit 540 Professorinnen und Professoren in mehr als 350 Liegenschaften verstreut über Stadt- und Rhein-Sieg-Kreis. 250 hier im Stadtgebiet. 5.700 Mitarbeiterinnen aus Wissenschaft, Technik und Verwaltung und mit dem Universitätsklinikum zusammen sogar über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sicherlich einer der größten, manchmal sind wir sogar der größte Arbeitgeber dieser Stadt und natürlich auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es ist auch, wir wissen das aus sehr guten Untersuchungen, dass 60% unserer Absolventinnen und Absolventen auch hier in dieser Region bleiben. Das heißt, wir sind doch ganz prägend auch. Wir haben heute mehr als 70 internationale Hochschulpartnerschaften und weltweit ca. 200.000 Alumni. Sie alle, wir alle gemeinsam bilden das Wir, das heute nicht mehr für den Pluralismus,
majestätisch steht, sondern für die gesamte universitäre Gemeinschaft. Und genau aus diesem Grund haben wir das Wir zum Leitmotiv unseres Jubiläumsjahres gewählt. Und Sie sehen das hier auch hier in den verschiedenen Fahnen. Unsere wissenschaftliche Bilanz der letzten Jahre ist eindrucksvoll. Zwei Nobelpreisträger in den letzten 30 Jahren, Wolfgang Paul und Reinhard Selten, ein Gewinner der Fields-Medaille, dem Nobelpreis für Mathematik, viele Leibniz-IRC und AVR-Preisträgerinnen, unser jüngster Leibniz-Preisträger, Professor Eike Latz, hatten Sie vielleicht im Film zu Ende noch gesehen, wir haben uns umarmt, sind uns in den Armen gelegen, haben der Kanzler und ich mit Herrn Latz Sekt getrunken. Zwei geförderte Exzellenzcluster, ein Cluster in Mathematikökonomie und eins in Immunologie und eine Exzellenzgraduiertenschule in Physik, Astronomie zusammen mit der Universität Köln. Viele Sonderforschungsbereiche, Forschungskollegs, BMBF-Projekte, die ich jetzt nicht im Detail auflisten möchte. Mit all diesen Auszeichnungen, Sie erlauben mir dies am heutigen Tag selbstbewusst zu sagen, auch meine Kollegen, die Rektoren, die gekommen sind, gehören wir als internationale Forschungsuniversität zu den leistungsfähigsten Hochschulen in Deutschland und weltweit, was uns die zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulrankings seit Jahren aber auch bestätigen. Auch international sind wir bei Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerordentlich gefragt. So stehen wir im Ranking der Alexander von Humboldt Stiftung, ein Gütesiegel für Internationalität, bundesweit seit einigen Jahren kontinuierlich auf dem 4. oder 5. Platz. Die Attraktivität der Universität Bonn für Professorinnen und Professoren sowie Studierende aus aller Welt ist also ungebrochen. Unsere wissenschaftliche Leistungsfähigkeit und die gemeinsame Etablierung von 6 wissenschaftlichen Profilbereichen im letzten Jahr, die auf unseren Alleinstellungsmerkmalen basieren und fundamentale Herausforderungen der Zukunft adressieren, sind auch die Grundlage für unseren jüngsten Etappensieg in der Runde der Exzellenzstrategie, bei der wir mit 7 erfolgreichen Exzellenzcluster Skizzen unter allen Universitäten in Deutschland besonders erfolgreich abgeschnitten haben. Und dies sicherlich auch gemeinsam, und das möchte ich hier auch betonen, mit den außeruniversitären Partnern, die wir hier vor Ort im Bonner Raum haben, dem Max-Planck-Instituten, dem Fraunhofer-Instituten, Instituten der Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft, aber eben auch mit unseren befreundeten Partneruniversitäten hier im Rheinland, mit Köln und Aachen. Ernst, du bist gekommen. Es ist für uns echt mal auch sehr gut gewesen, dass wir gemeinsam zusammen auch in dieser Initiative uns Projekte überlegt haben, die es dann auch über die erste Hürde geschafft haben. Und ich denke, das zeigt auch, wie gut wir im Rheinland vernetzt sind. Das heißt, es ist wirklich auch für Nordrhein-Westfalen sehr wichtig. Und ich freue mich ganz besonders, dass eben auch alle sieben Fakultäten an der Erstellung der Exzellenzcluster-Anträge beteiligt sind. Das ist wirklich ein bemerkenswerter Erfolg in der Breite unserer Volluniversität. Auch dies erklärt die große Aufbruchsstimmung in unserer Universität. Natürlich ist es jetzt Ziel, möglichst viele Cluster einzuwerben, damit wir auch die Möglichkeit für eine erfolgreiche Bewerbung als Exzellenzuniversität haben. Wäre das nicht toll für den Wissenschaftsstandort Bonn, aber auch für das Land Nordrhein-Westfalen, wenn wir das schaffen würden. Wir sind überzeugt, dass wir wirklich eine große Chance haben und werden alles tun, dass wir das vielleicht schaffen können. Uns bewegt heute über das bereits Genannte noch vieles mehr und stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Nicht weniges, das wir für selbstverständlich hielten, scheint in den letzten Jahren fragil geworden zu sein, wird hinterfragt oder gar attackiert. Gerade hier in Bonn, der Wiege der ersten funktionierenden Demokratie auf deutschem Boden, müssen wir uns dafür einsetzen, dass die wesentlichen Grundlagen unserer freien, offenen, demokratischen Gesellschaften gedeihen und nicht zerstört werden. Auch vor diesem Hintergrund haben wir im Jahr 2015 die Bonner Erklärung für Toleranz und Weltoffenheit und den March for Science im letzten Jahr zur Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit initiiert bzw. mitgetragen. Auch deshalb wollen wir als Universität Bonn noch stärker als Schnittstelle und Impulsgeber zwischen der Wissenschaft und der nationalen wie internationalen politischen Debatte fungieren, gerade im Themenfeld Europa. Und ich freue mich sehr, dass uns Sigmar Gabriel hierbei unterstützen wird. Wir stellen uns den Veränderungen und Herausforderungen global wie regional,
Auch deshalb wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern auf der Basis der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung den neuen Innovationscampus Bonn ICB mit Unterstützung von Land und Bund entwickeln. Und wir haben unsere Verbindung zur regionalen Wirtschaft systematisch ausgebaut, wie zum Beispiel die Beteiligung am Digital Hub, dieser Landesinitiative des Wirtschaftsministeriums, auch unter Federführung hier der Industrie- und Handelskammer. Ich möchte den Präsidenten, Herrn Stefan Hagen, auch recht begrüßen, gern begrüßen, haben wir uns dem gewidmet und sind eben auch aktiv beteiligt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Aschok, Sie sind ebenfalls Alumnus unserer Universität. Bevor ich Ihnen dir gleich das Wort übergebe, lass mich vielleicht noch was sagen. Die Heimat unserer Universität, unserer Alma Mater, ist Bonn und seine Region. Ganz nach dem Motto international vernetzt, lokal verankert. Hier in Bonn am Rhein sind wir seit 200 Jahren zu Hause. Von hier aus sind wir mit der Welt verbunden. Der Genius Loci dieser weltoffenen, heiteren und geistig dynamischen Stadt mit ihrer herausragenden Geschichte prägt seit jeher unsere Alma Mater. Und fraglos prägt die Universität wiederum die Stadt, die ganze Region. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir mit dem Oberbürgermeister, dass die Universität mit dem Oberbürgermeister, dass wir persönlich so gut zusammenarbeiten und möchte dir ganz herzlich dafür danken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, wir seit 200 Jahren, so haben wir unser Jubiläum überschrieben. Darauf sind wir stolz. Und ich darf Ihnen jetzt noch einmal herzlich zurufen, feiern Sie mit uns gemeinsam diesen großartigen Anlass. Ein ganzes Jubiläumsjahr lang. Herzlichen Dank. Danke. Okay.